November konnte er, der Heinrich Jemens, den Tesla treffen. Und am Morgen danach, also am 27. November, wurde er eingeladen von Tesla zu einer denkwürdigen Vorführung, eben einer neuen Erfindung. Und zwar, da sieht man es, es war am Stadtrand von Buffalo, da stand ein Pierce Arrow, Luxuswagen bereit, der auf Elektroantrieb umgebaut worden war, aber offenbar keine übliche Batteriebank hatte. Das war so ein Auto, da gibt es also Dutzende von verschiedenen Bildern. Wir wissen nicht genau, welchen Typ jetzt der Nikola Tesla gehabt hatte. Es war jedenfalls ein Pierce Arrow 8. Und da steht so etwa drin, wie das dann vonstatten ging, diese Vorführung. Ein Motor war dabei, der hatte im Frontbereich einen Energiekonverter installiert. Das war nichts anderes als so eine Kiste, die sah aus wie ein Kurzwellenradio. Und die wurde eingebaut beim Handschuhfach. Also da war ein Platz. Und dann musste man da noch irgendwie zwei Stäbe reinschieben, wahrscheinlich irgendwie Eisenstäbe in eine Spule, um das irgendwie abzustimmen, auf die richtige Frequenz zu bringen. Und das konnte man offenbar dann hören, wenn das Ding rechtlich funktionierte. Und dann hat dieses Gerät, also dieser Konverter, oder wie man das nennen sollte, über spezielle Kabel dann eine normale Wechselstrommaschine von 75 Kilowatt betrieben, mit der das Auto angetrieben wurde. Sie sind dann rumgefahren, etwa 30 Kilometer, also 60 Kilometer hin und zurück. Das Auto konnte relativ schnell fahren, bis 140 Kilometer, Stundenkilometer. Und Tesla hatte dann gesagt, die Energie, die er nutzt, das seien Radiations. Was immer er damit meinte, die im ganzen Kosmos vorhanden seien, das klingt so, wie wenn er überall das empfangen konnte. Andererseits gibt es einen Bericht, das sehen wir dann gleich, das heißt, das hat auch der Jemens berichtet, dass das Auto hinten so eine Antenne hatte, so 1,80 Meter hoch, und eventuell, das war der Heinrich Jemens berichtet, den Schleifschuh am Boden, so gescheiten Erdung, und dann könnte man auf die Auffassung kommen, naja, da wurde irgendwo, war irgendwo ein Sender und der hat dann Energie übertragen und Tesla hat es eingefangen. Das ist also eine offene Frage. Nun, es gibt einen ähnlichen Bericht wie der von Heinrich Jemens, das ist der von Derek Ahlers. Der ist eigentlich früher bekannt geworden, und zwar bekannt geworden schon in dem Buch Revolution in Technik, Medizin und Gesellschaft von Hans Niebuhr. Hans Niebuhr hat den Bericht in den USA bekommen, dann in seinen Akten verstaut und die sind jetzt auch im Archiv von Professor Meil, wo die ganzen Niebuhr-Akten sind. Wir waren vor einigen Monaten dort, haben uns das angesehen, haben auch den Bericht gefunden und der stammt aber ziemlich sicher von einem weiteren Amerikaner, der diesen Ahlers mal interviewt hat. Und der Ahlers hat einen Bericht geschrieben, sehr ausführlich übrigens, dass er einen Petra Szabo kennengelernt hatte, der auch von Tesla eingeladen worden ist, in diesem Auto zu fahren. Allerdings fand diese Fahrt erst im Jahr 1931 statt. Nun, der Heinrich Jemens hat gesagt, das Auto fuhr zwar, aber man konnte es nicht so richtig dosieren. Also das Gaspedal hat nicht richtig funktioniert. Es fuhr immer mit maximaler Geschwindigkeit. Und Tesla soll damals gesagt haben, ja, das ist noch nicht ganz fertig entwickelt. Jetzt im Jahr 1931 war es vielleicht besser fertig entwickelt. Jedenfalls funktionierte das ganz gut. Derjenige, der jetzt ausführlich den Ahlers, das ist ein offener Luftfahrtingenieur gewesen, interviewt hatte, ist Ralf Bergstresser. Er ist leider vor ein paar Jahren gestorben. Ich konnte ihn nicht mehr kontaktieren. Ich habe aber guten Kontakt zu Mark Seifer. Mark Seifer hat eine sehr umfassende, dicke Biografie über Nikola Tesla geschrieben, sehr seriös. Und Seifer konnte noch mit Ralf Bergstresser Kontakt aufnehmen, hat ihn verschiedenes gefragt zu Tesla und hat einen guten Eindruck. Nun, mir hat Mark Seifer, ich habe mit Mark Seifer mich verschiedentlich per E-Mail unterhalten, am 23. Juli geschrieben, übrigens hat er Mark Seifer mir auch empfohlen, ob ich nicht jemanden kenne, der sein dickes Buch in Englisch auf Deutsch übersetzen könnte.
Leider haben weder unser Verlag, der ist nicht so groß, noch habe ich irgendwie was bisher unternehmen können. Es würde sich lohnen, also wenn jemand einen deutschen Verlag kennt, der diese Tesla-Biografie übersetzen könnte, wäre das eine tolle Sache. Nun, er schrieb, Bergstesser war vermutlich auch die Quelle über Infos zu Teslas Partikelwaffen. Das sind ja auch so Geschichten, die man oft gehört hat, über die später auch Andrea Puharic geschrieben hat. Puharic wurde ja auch heute Morgen, heute Nachmittag, im Vortrag von Tom Vallone auch genannt. Tom Vallone hat ja auch Akten von einigen Unterlagen oder Arbeiten, die Puharic gemacht hat. Nun, Teslas Aether-Powered Car, also das Auto soll mit Ätherkraft betrieben worden sein, was immer man darunter versteht. Ein sehr ausführlicher Bericht erschien in der Zeitschrift Nexus. Zunächst in Australien, dann auch in Deutschland. Ich habe mich mit dem Autor ausführlich unterhalten, das ist ein Igor Svacic. Das ist wahrscheinlich ein serbischer Name. Und er hat sehr viel zusammengetragen über die Geschichten. Und das können Sie dann auch alles hier drin nachlesen im Detail. Ich habe hier nur ein paar Slides gemacht. Und laut der Aussage von Samo hat Tesla ihn im Sommer 31 eingeladen nach Buffalo, und wo er ihm dann das Auto vorgestellt hat. Das heißt, er konnte auch mitfahren. Da steht ein bisschen was zum Umbau. Also es war ein 80 PS Wechselmotor drin, der mit 1800 Umdrehungen lief. Der Motor war so lang, also ein recht großes Ding. Heute kann man das sicher kompakter bauen. Es gab zwei adrige, dicke Stromkabel. Die waren zunächst nicht angestoßen. Dann hinten ein Antennenstab mit 1,83 cm. Nee, das ist wohl falsch. Meter. Also 1,83 Meter muss das heißen. Das rührt daher, weil es von Zoll umgerechnet wurde. Das ist so eine ungerade Zahl. Aber die Energie kam nicht aus einem Pack Bleibatterien, es hatte nur eine drin, nämlich die man brauchte für die Hupe, für die Lichter und so weiter, sondern aus diesem Spezialleistungsverstärker, nenne ich das mal. Es gibt noch viele Theorien, wie dieser Leistungsverstärker aufgebaut gewesen sein könnte. Auf Kongressen in Amerika, wahrscheinlich auch auf dem Tesla-Kongress von Tom Vallone, zum Beispiel Mark Gempel hat sich ausführlich Gedanken gemacht, was für Röhren da wohl drin gewesen sein könnten. Es gab also von Peter Sabo über das Interview vom Anders einige Hinweise, was das für Vakuumröhren gewesen sind oder sein sollen. Und der gesamte Apparat war wie gesagt nicht größer als ein Kurzwellenradio. Und da heißt es, Tesla nahm den Verstärker mit zur Garage und baute das Gerät auf der Beifahrerseite in die Nische ein. Der Tesla hat aber vorher die Röhren in irgendeinem Radioladen erst noch gekauft und dann erst eingebaut. Die hat er also nicht im Sack gehabt. Wahrscheinlich auch deshalb, damit nicht jeder, wenn er den Verstärker in die Finger kriegt, gleich damit was machen kann. Nun steht da, wie das losging. Tesla drückte die zwei Kontaktstäbe hinein und kontrollierte die Spannung mit dem Messgerät, so wie man das halt macht bei einem Elektroauto, und sagte dann, jetzt haben wir Strom. Gab seinem Neffen die Zündschlüssel. Nun Neffen, also der, das sage ich nachher noch ausführlich, der Peter Sabo war kein Neffe, und es gibt verschiedene Nachkommen oder ein Nachkommen in Amerika, der sagt, das ist alles Fantasie, denn einen Neffen mit namens Peter Sabo gab es gar nicht, aber Tesla hatte einige Onkels. Das heißt, sein Vater hatte drei Brüder und eine Schwester. Und von den drei Brüdern, die hießen ja logischerweise Tesla, gab es auch einen Stammbaum. Den habe ich aber nicht im Detail, den müsste man vielleicht mal in Serbien recherchieren. Und da gibt es möglicherweise Nachkommen, dann wäre das so eine Art Großneffe oder irgend sowas gewesen. Jedenfalls hat Tesla selber diesen Peter Sabo nach Amerika kommen lassen. Er wollte ihm helfen und die Möglichkeit gegeben, bei ihm zu arbeiten. Und ich sage es dann nachher auch noch, das heißt, im Buch ist noch ausführlicher dargestellt. Ich habe dann die Passagierlisten studiert der Schiffe, die in New York im Sommer 1931 angekommen sind. Und da gibt es ein Schiff aus Triest, das ist nach New York gefahren, und da war tatsächlich auf der Passagierliste ein Peter Sabo drauf. Das heißt, den gibt es wahrscheinlich schon. Und da war auch eingetragen in der Passagierliste, wo er hin wollte. Er musste
so wie das heute man braucht bei Nisa üblich ist, eine Adresse angeben, wo er denn logiert, in welchem Hotel. Das heißt, er hat angegeben bei seinen Verwandten oder Bekannten in Detroit. Und Detroit war bekannt, da waren verschiedene von der Tesla-Sippe. Also das macht alles irgendwie Sinn. So, nun Tesla erklärte, dass sein Energiekonverter ein Empfänger sei, nur ein Empfänger sei, und eine mysteriöse Strahlung aus dem Äther empfange und in elektrische Energie umwandle. Die Energie sei in unbegrenzter Menge verfügbar. Und da steht jetzt auch das Gleiche, was der Heinrich Jevons auch berichtet hatte. Und Tesla sagte auch, prinzipiell sei es möglich, mit seinem Energieempfänger nicht nur Autos, sondern logischerweise auch Züge, Boote, Flugzeuge und anderes mit Energie zu versorgen. Nun, es gab immer wieder, das habe ich am Anfang schon gesagt, verschiedene Zeitungsberichte zum Tesla-Auto, weil man ja oftmals die Meinung hat, ja, das ist alles bloße Fantasie. Zum Beispiel erschien im Time Magazin am 20. Juli 1931, das muss also kurz nach dieser Demo gewesen sein, ich arbeite, sagte Tesla, an einer neuen Energiequelle, von der meines Wissens noch kein Wissenschaftler bisher gesprochen hat. Als mir zum ersten Mal die Idee hierzu gekommen ist, löste dies einen gewaltigen Schock in mir aus. Das heißt, er hat eine innovative Idee gehabt und als er das kapiert hat oder das intuitiv gespürt hat, dann war er betroffen. Selber betroffen, über sich selber oder was. Er sagt dann, viele bisher unverstandene Phänomene lassen sich damit erklären. Die Erfindung wird auch von großem industriellen Wert sein und so weiter. Und dann sagt er noch, der Apparat enthält sowohl mechanische als auch elektronische Bauteile. Nun, was das mit den mechanischen Bauteilen auf sich hat, weiß ich nicht. Jedenfalls in dem Kurzwellenempfänger in Anführungszeichen war mechanisch höchstens die Stäbe drin, also war mechanisches Material drin. Aber es hat sich mechanisch nicht bewegt. Hier habe ich einen zusammengestellt, aber das überspringe ich gleich. Da sieht man, wie die Daten des Motors, soweit sie bekannt geworden sind, des Elektromotors. Das war also ein Wechselstromgenerator. Und ich habe einen Vergleich gemacht mit einem Balduo-Motor von heute. Der war ähnlich geleistet, der ist einfach etwas kleiner. Der hatte ein Gewicht von, also der heutige Balduo-Motor 411 Kilogramm, bei einer Leistung von 75 PS. Und ein Benzinmotor hat 200 Kilogramm, also doppelt so viel, besondererweise. Nur ein paar Zeichnungen zu den vermuteten elektrischen Diagrammen von dem Motor, was da alles drin war. Hier sieht man, das ist das Symbol für eine Antenne. Dann waren da einige Gleichrichter drin, einige Oszillatoren, ein Power Supply, um die Röhren zu betreiben, 12 Volt hier. Speedpot, das ist das Pedal, mit dem man die Geschwindigkeit regulieren kann. Und die Hauptfrage war natürlich, was hat der denn für Endstufen gehabt? Und Endstufen mit 75 Kilowatt oder sowas in der Größenordnung ist nicht so ohne. Und man hatte damals allerdings bereits sogenannte Equitrons gehabt. Das sind jetzt Röhren gewesen, die wurden gepulst betrieben und hatten hohe Ströme und hohe Spannungen schalten können. Und man hat hier eine Ausgangsspannung in der Regel genutzt von 7000 Volt bei etwa 10 Ampere. Und wenn man das ausrechnet, kriegt man dann etwa 75 Kilowatt. Man muss natürlich dann die hohe Spannung runtersetzen über einen Step-Down-Transformator, damit man ihn anpassen kann an die Betriebsspannung des Wechselstrommotors. Und es waren durchaus noch weitere Röhren drin, spezielle Vakuumröhren, die hier auch angegeben sind. Die hat man identifizieren können, die 70LBT, kann man alles nachschauen. Nun zur Leistung und zur Energie, die man da gebraucht hat. Leistung, wie gesagt, 80 PS. Damit kann man ausrechnen, was man etwa erreicht. Und der PSR erreichte 150 Kilometer. Mit 80 PS, also das muss heißen 150 km pro Stunde,
Und das entspricht eines, kann man ausrechnen, einem CIW-Wert von 0,43, relativ schlecht. Aber der Pierce Error war ja mehr kastenförmig, kann man sich vorstellen. Ein BMW der 8er Serie hat ein CIW von 0,29 und erreicht auch 150 km pro Stunde bei 54 PS. Nun, die Energie, die man gebraucht hat, um die Wegstrecke zurückzulegen, kann man leicht ausrechnen. Es kommt raus nach 24 Kilowattstunden. Wenn man sich überlegt, das zeige ich jetzt hier, wie viele Batterien hätte man da gebraucht, wenn man 20 Batterien zu 12 Volt, also eine übliche Autobatterie mit 100 Amperestunden, also Bleibatterie, gehabt hätte, dann hätte man gerade 24 Kilowattstunden erreichen können. Aber Batterien haben ja begrenzten Wirkungsgrad, Bleibatterien meistens vielleicht 60%, ich habe hier mal optimistisch 80% angenommen, dann hätte man 25 Batterien gebraucht. Wenn man kleinere Batterien gehabt hätte, 50 Batterien zu 50 Ah, das hätte ziemlich viel Platz gebraucht und das war offenbar nicht drin. Es war nur drin eine Standardbatterie, 2 Volt Milliard Batterien für die Beleuchtung. Nun die Frage, woher kam die Energie? Also eine Hypothese ist, dass irgendwo eine leistungsfähige Sendestation war. Die Frage ist, wer hat die gebaut? Tesla selber sicher nicht, außer er hätte es einen Auftrag gegeben, aber Geld hat er keins gehabt. Vielleicht hat er einen Sponsor gehabt, wer weiß. Die hätten dann, also diese Sendestation, hätte dann über 80 Kilometer oder weniger eine Dauerleistung von 15 Kilowatt übertragen können oder müssen. Frage, wie ist das möglich? Vielleicht über Skalaren, darauf kommen wir nachher gleich zu sprechen. Nun, Tesla hatte ja schon um die Jahrhundertwende Ideen gehabt und auch viele Tests gemacht, einer Energieübertragung ohne elektrische Leitungen, also drahtlos. Man hat auch verschiedene Patente geschrieben und ihm war ziemlich schnell klar, es kann sich da, damit es überhaupt funktioniert, nicht um die bekannten Rundfunkwellen, also Transversalwellen handeln, sondern es braucht sogenannte Longitudinalwellen. Nun, Longitudinalwellen, die kennt man aber nur in fester Materie, das heißt, sie brauchen ein Medium. Und Tesla hat aber dann herausgefunden, wenn er jetzt die Sende- und Empfangsstation auf Resonanz aufeinander abstimmt, mit entsprechenden Spulen, mit hoher Güte, entsprechenden Kondensatoren, dann kann das funktionieren. Und zwar war seine Idee, dass das durch die Erde hindurchgeht oder an der Erde entlang geht und dann noch der Rückschluss über die Luft oder noch speziell über einen Ionosphärenkanal funktioniert. Ursprünglich hatte er dann ein großes Konzept gehabt, das ist der berühmte Wagenkliffturm und hat auch Geld dafür bekommen vom JP Morgan. Nur dem hat er gesagt, das ist ein neuer Funkturm, den er baut, der soll viel größer sein als der von Marconi. Marconi hat ja diese transatlantische Übertragung geschafft, hat ihm aber verschwiegen, dass er das eigentlich noch zu was anderem benutzen wollte. Als dann der Morgan gemerkt hat, dass er da Energie ohne Leitungen übertragen wollte, sodass jeder auf der Erde an bestimmten Resonanzpunkten Energie abzapfen konnte, da wurde ihm es etwas unheimlich und er hat dann die Geldmittel gestoppt. So hat man gehört. Stimmt das? Du hast noch eine andere? Nein, es gibt eine Energie-Artikel, ja. Ganz verkürzt gesagt, die hatten nur einfach, dass er 100.000 Dollar bekommt, die hat er bekommen. Ja, dann hat das Geld aber an Wert abgenommen wegen so einer Bankkrise und der hat sich leicht bauen können. Ja. Also hat er nicht mehr versprochen. Ja, ja, das ist klar. Aber ein Tesla hat er gemeint, der bräuchte noch mehr Geld. Ja, aber so ist es mit Sponsoren, das wissen ja auch. Ne? Die geben Geld und irgendwann geben sie nicht nochmal erheblich mehr, nur weil man mehr braucht. Vor allem für einen Zweck, der ihnen dann etwas unheimlich braucht. Nehmen wir mal an. Okay, nun zur Technik. Tesla hatte ja im Jahr 1901 bereits die Grundlagen zu seiner Vision angewendet. Das ist das Tesla-Patent, das Sie hier sehen. Hier sehen Sie hier so eine Metallplatte, die eine Art Antenne darstellen soll, wo irgendwelche Strahlung hier angedeutet aus dem Raum der Umgebung kam und die hat er dann über einen Resonanzkreis, einen Funkeninduktor umgesetzt und dann nutzen können. Man könnte sagen, ja, das ist vielleicht elektrostatische Energie gewesen, so ähnlich wie der John Malone das auch erzählt hat.
Nun, hier ist so ein Beispiel, das ist auch aus amerikanischen Unterlagen, wahrscheinlich auch bei einer Konferenz präsentiert worden, wo man als Laster direkt den Motor anschließen könnte. Die Frage ist natürlich, ob man über die Antenne so viel Leistung reinkriegt oder ob man über irgendeine Sendestufe in der Nähe so viel Energie oder Leistung übertragen konnte. Das ist die große Frage. Nun, interessanterweise hat Tesla aber schon 1893 bei einer Vorlesung am Franklin-Institut demonstriert, dass eine perfekte Informations- und Energieübertragung möglich ist, wenn Sender und Empfänger exakt aufeinander abgestimmt sind. Und da steht nochmal das, dass die Wellen natürlich, damit das bei ihm gescheit funktioniert, nicht ganz das Radio oder longitudinal ausbreiten müssen. Ja, da stand doch was. Ja, und die Frage ist, der Tesla hat euch oft gesagt, er sieht auch die Möglichkeit, dass man eine solche Energieübertragung sogar im Weltraum realisieren könnte. Nun, der Weltraum ist ja bekannterweise leer oder ziemlich leer, außer ein paar so einzelne Ionen, die da rumschwirren. Aber Tesla ging davon aus, dass es irgendeinen feinen Äther geben musste, also eine Art Medium, mit unwahrscheinlich kleinen Teilchen, die dann eben die Aufgabe übernehmen würden, diese longitudinale Welle weiterzuleiten. Das heißt, diese Verdichtungs- und Verdünnungszonen weiterzuleiten. Nun, ganz banal, die Übertragung durch die Erde, durch die leitende Erde, hat er sich so gedacht, das sind alles Zeichnungen aus seinen Patenten, da sieht man diese Resonanzkreise, er hat dann als Sende- und Empfangsantenne immer so eine Kugel verwendet. Wir kennen das ja alle von Professor Meyer, ich komme nochmal noch darauf zurück. Und als Antenne auf der Empfangsseite hat er auch eine Kugelelektrode gehabt und dann eben diese speziellen Flachspulen, die er immer wieder verwendet hat. Das kann man alles in seinen Patenten nachlesen. Jetzt kommen wir schon zum Professor Meyer, der sitzt ja auch hier. Er hat ja ähnlich wie Nikola Tesla das Konzept einer drahtlosen Energieübertragung entwickelt. Mit Longitudinalwellen, er nennt sie Skalarwellen, mit bestimmter Begründung. Auf die Details gehe ich nicht ein, gar keine Zeit dazu. Weil ich gehe davon aus, dass sich Skalarwellen im Raum ausbreiten könnten, also und zwar nicht nur im Nahfeld einer Antenne, wie man das kennt, sondern auch quasi im Fernfeld, aber im Unterschied zu Tesla. Redet Mai nicht von einem hypothetischen Äther, den wir nicht kennen, sondern er zeigt auf, dass sich bei der Ablösung der elektrischen Feldlinien vom Dipol sogenannte Wirbelstrukturen entstehen, die sich dann auch ausbreiten können, die quasi Teilchencharakter haben. Das heißt, wir haben dann eine impulstragende elektrische longitudinale Stoßwelle bzw. Polarwelle. Nun, Meyer hat ja eine Übertragung, jedenfalls über mehrere Meter, mehrfach erfolgreich demonstriert. Mit seinen kleinen Modellbahnzügen. Wir waren vor ein paar Monaten bei ihm in Villingen, haben das auch in seinem Haus gesehen. Das funktioniert also bestens. Und eigentlich hat er auch vor, wenn sich das mal machen lässt, in einem Großversuch in der Schweiz auf der historischen Hauensteigstrecke, das ist zwischen Basel und Olten, zwischen Sissach und Olten, Großversuch zu realisieren. Der Vorteil ist, auf dieser Strecke fährt kaum mehr ein Zug. Das heißt, die kann man mal mieten und sagen, jetzt möchte ich mal einen halben Tag da Experimente machen. Das Einzige ist, man braucht einen Zug, man braucht eine Lokomotive und auch die Technik dazu. Und das muss erstmal ein Sponsor zahlen und das ist nicht für ein paar tausend Euro zu haben, das kostet ein bisschen mehr. Das heißt, wir suchen alle einen Sponsor, haben ihn aber noch nicht. Nun, warten wir ab. Jetzt zu einem weiteren Thema, das habe ich in diesem Jahr etwas ausführlicher dargestellt, in Unterwellenborn, wo ja jedes Jahr diese Mai-Gedenktage stattfinden, zu seinem Geburtstag. Und da gibt es einen Johann Zennig, das ist ein deutschstämmiger Physiker, der war lange Zeit in München, ist dann nach USA gegangen. Er war bekannt als Ionosphärenforscher, nicht Forscher, Forscher und Miterfinder der Kathodenstrahlröhre. Er hat 1931 zu Teslas 75. Geburtstag geschrieben. Dr. Teslas Vorlesungen, also Doktor war wahrscheinlich Honoris Causa, glaube ich, von Graz, eröffneten mir eine komplett neue Welt der Physik.
Die wenigen Stunden, welche ich mit ihm verbringen durfte, werden für immer zu den schönsten Erinnerungen meines Lebens gehören. Nun, Zenek hatte bereits 1907 berechnet, ob es möglich sein könnte, dass sich Wellen, elektrische Wellen, auch am Erdboden entlang fortpflanzen können, also ganz